Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu WoW Shadowlands. Ja, beim letzten Mal haben wir den Angriff von den Malthusianern, wollte ich bald sagen. Das ist nicht Malthusianer. Moment, Maldraxxus. Maldraxxus. Ich lasse das jetzt. Aber den Angriff aus Maldraxxus, ich sag mal, Anführungszeichen abgewehrt. Ihr seht aber schon, das hat schon ein bisschen, naja. Bisschen für Chaos hier gesorgt im Gebiet. Und die sind uns jetzt Richtung Tempel des Mutes sind sie jetzt geflohen. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter. Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was uns jenseits der Schlucht erwartet, Fremdling. Ich hoffe bei der Gnade der Archon, dass mein Paragon noch lebt. Aber ich fürchte das Schlimmste. Wir werden uns diesem großen Unbekannten gemeinsam stellen. So wie es beim Rest der Schrecken von Maldraxxus getan. So wie wir es beim Rest der Schrecken von Maldraxxus getan haben. Tyrianer zu sein heißt, dem Pfad zu folgen, ganz gleich, wie verzweifelt die Umstände sind. Was immer geschieht, ihr solltet wissen, dass ihr euch heute meinen uneingeschränkten Respekt verdient habt. Ihr sprecht mit der Hand. So, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder rübergetragen. Genau. Das Paragon des Mutes befand sich während des Angriffs im Herzen des Tempels. Falls sie noch am Leben ist, müssen wir ihr helfen. Ihr könnt nicht gewinnen, Totenbeschwörer. Unser Mut wankt nie. Jetzt braucht es mehr als Mut, um euch zu retten. Mein Paragon, ihr seid nicht allein. Genau das richtige Gefäß. Für die Archon! Für die Bastion! Was macht ihr mit mir? Nein, nein, Tanikos! Ich habe euch perfektioniert. Jetzt dient mir mit dem Tod unserer Feinde. Ja, und das war's mit dem guten Tanigos. Sollen wir jetzt Amarat? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Sandria, los, auf in den Kampf. Den können wir sowieso nicht mehr retten. Nur erlösen ist jetzt das Wort. Seid mitschuldig an diesem defekten Zyklus. Die Bastion ist Anima-Verschwendung. Wir werden sie restlos einnehmen. Nicht solange ich hier bin. Dann seid ihr das nächste Opfer. Wow. Dafür werdet ihr büßen, Nekromant. Also kommt, wenn ihr euch traut. Lasst Tod auf sie regnen. Sie dürfen sich nicht einmischen. Fremdling, wir müssen hier weg. Ja, wir ziehen den Rückzug an. Der Paragon des Mutes hat sich verschanzt mit dem Das Boss. Paragon hält Stand, bis ihr Verstärkung geholt habt. Artemide wird der Archon berichten. Wir müssen nach Oribus zurück und sie über Maldraxxus Verrat informieren. Hat
meine Schwester euch geschickt? Ach, guck an, die sind Schwestern. Panikos ist fort, nicht wahr? Aldraxus muss sich für seine Verbrechen gegen die Bastion verantworten. Es wird Gerechtigkeit geben. Lasst uns nach Oribos gehen und mit der geehrten Stimme Talina sprechen. Wir werden ihr erzählen, was heute geschehen ist. Wir werden ihr sagen, dass die Kyrianer dieser Aggression nicht tatenlos zusehen werden. Armede wird die Archon informieren. Meine Brüder und Schwester werden sich gewiss für den Krieg bereit machen. Das darf nicht geschehen. Meine Klinge ist wir müssen sofort nach Oribos reisen. Ja, ja, das können wir gleich, keine Sorge. Meine Leute werden sicher unsere Armeen für den Gegenschlag vorbereiten, sobald Artemide Bescheid gibt. Euer Gebaren ist inakzeptabel. Wir sehen uns dort. Passt auf euch auf. Thania, das mächtige Paragon des Mutes, ist die mächtigste Kriegerin unter allen Aufgestiegenen. Doch selbst sie könnte von den stärksten Streitkräften aus Maldraxxus überwältigt werden. Euer Schicksal ist jetzt mit ihrem verbunden. Ihr müsst eure Verbündeten sammeln und euch in die nekrotische Schneise stürzen, um dafür zu sorgen, dass Amat und Naltor es nicht zurück in die Sicherheit ihres Reiches schaffen. Möge die Archon eure Klinge direkt in ihr Herz führen. So, und das werden wir jetzt auch gleich versuchen. Nekrotische Schneise anmelden. Ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht sogar gleich eine Einladung kriegen. Und wir machen währenddessen nämlich erstmal hier die Nebenquests weiter. Die haben wir ja logischerweise erstmal noch nicht gemacht. Das heißt, die werden wir jetzt erstmal erledigen in der Zwischenzeit heute. Und dann gucken wir einfach mal. Wir werden also jetzt erstmal nicht nach Oribos fliegen. Wir sind von der Questreihe hier eigentlich durch in dem, wie sagt man, in dem Bereich der Bastion. Die Hauptquestgeschichte ist hier erledigt. Jetzt würden wir als nächstes nach Oribos gehen. Und dann wissen wir noch nicht, wohin. Aber das machen wir heute noch nicht. Wir werden erstmal die Nebenquests. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob ich die Nebenquests einfach offline mache. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Doch. Weil wir haben zwar Kapitel 6 von 7. Das letzte Kapitel ist eigentlich nur noch, dass wir nach Oribos fliegen. Und dann würde das hier auch fertig sein. Wir haben jetzt hier sogar einen Flugpunkt. Haben wir den letztes Mal gar nicht geholt? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Aber heute werden wir erstmal mal ein paar Nebenquests erledigen. Bislang haben wir ja noch nicht so viele davon gemacht. Die eine war ja geschichtlich eigentlich ganz interessant. Das war die Vorgeschichte vom letzten Paragon des Mutes. Und das heißt, hier warten noch ein paar Geschichten auf uns. Die ich auch noch nicht kenne, weil ich habe hier noch nicht alles an Nebenquests erledigt. So, wir müssen dorthin. Ja, wir hatten den Pelodes oder den Namea in der Zuflucht getroffen. Hier kurz vor der Heldenrast. Die hatten sich ja gestritten, wer von beiden der Bessere ist. Und jetzt können wir uns natürlich entscheiden. Machen tun wir ja beides. Aber wir können uns gerade entscheiden, welche Questreihe wir zuerst erledigen. Und, wie ich erwartet habe, haben wir aber erstmal das Glück und können die Inni machen. Sehr schön. Das passt perfekt. Ah, noch ein loyaler Diener der Kyrianer. Seid ihr auch hier, um niedergestreckt zu werden? Ziel. Bald brennt die ganze Bastion. Weil ich denke, wenn wir jetzt unnötig lange mit dieser Inni gewartet hätten, hätte ich nicht mehr gecheckt, wie die Geschichte zusammenhängt. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen ist das perfekt, dass wir jetzt hier so gut den Zusammenhang noch kriegen. Diese Inni ist auf Mythisch Plus eigentlich auch eine recht interessante Inni. Bei Heilern einerseits gefürchtet oder auch gehasst, je nachdem.
Weil eigentlich ist der Endboss ziemlich einfach, aber der zweite Boss hier, der Amarat, der ist eigentlich ziemlich zum Amarat ist übrigens der Typ, der wie heißt er? Habe ich den Namen von dem schon vergessen, siehst du? Aber den Typen, mit dem wir die ganze Zeit gekämpft haben, den hat er auf dem Gewissen. So, Pestknochen, das ist der erste Boss. Normalerweise sollte der jetzt hier auch gemacht werden. Ja, das habe ich mir gedacht. Fleischnacht wird nicht gefallen, dass ihr seine Schöpfung zerstört habt. Aber eure Gliedmaßen nimmt er sicher als Entschädigung an. Das glaube ich doch eher nicht. Thanatos. Nee, Thanatos. Ach Gott, ich habe den Namen vergessen, Leute. Aber ich glaube, ihr seid nicht so doof wie ich. Ihr wisst doch, wer da so, wie der heißt. Ja, die anderen hier sind auch mal Stufe 60. Sind wir noch nicht. Aber wir haben hier schon jemanden und einen Jäger schon dabei, der ist schon Stufe 16. Es gibt natürlich die Leute, die laufen die Indies erst, wenn sie die kompletten Gebiete durch haben. Weil man kriegt, glaube ich, am Ende der Questgeschichte... Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, Leute. Oh, oh. Es ist nämlich eine Pat, die hier läuft. Aber irgendwie haben sie das gut gemeistert. Aber natürlich, NHC möchte man so schnell wie möglich durchgehen. Aber das ist gefährlich. Stellt euch, Totenbeschwörer. Thanikos wird gerecht. Thanikos, Isa. Wusste doch, mit T fing er an, aber... Ihr wollt das Schicksal eures Schergen teilen? Euer vielgerühmter Mut wird euer Untergang sein. Euer Tempel liegt in Trümmern, eure Brüder am Boden. Ihr habt bereits verloren. Widerliches Monster! Oh Mist, aber nicht ich hab gepult, Gott sei Dank nicht.
Ja, das hätte ich mir denken können, dass meine Pets jetzt pullen. Der vom anderen Jäger haben nicht gepullt. Hätten wir nicht, also merken für die das nächste Mal die Pets einpacken, wenn wir hier rüberlaufen. Weil diese Gruppe wird eigentlich nur übersprungen. Die wird nie mitgemacht. Kommt eure gerechte Strafe! Ihr verwehrt mir den Himmel? Dann antworte ich genauso! Närrisches Paragon! Ihr könnt uns nicht aufhalten! Zwecklos! Meine Diener sind zahllos. Die Gefallenen dienen mir wieder. Ja, hier ist es wichtig, dass die Magier ganz schnell sterben, weil die machen dementsprechend Schaden. Der Sieg verlangt Opfer. Er wird uns alle. Ihr seid rechtzeitig hier, aber die Schlacht tobt weiter. Wir können erst ruhen, wenn der Himmel leer von Eindringlingen ist. Ich führe die Streitkräfte hier und meine Jünger bringen euch zur Nekropole. Beenden wir diese Gräuel. Wir haben die Leichen, die wir brauchen. Fleisch naht. Angriff auf den nächsten Tempel vorbereiten. Nur noch einen Moment. Die Teile für meine neueste Kreation sind endlich eingetroffen. Oh je. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das muss unser Heiler auch schaffen. Ich weiß auch nicht, was diese Markierungen heißen, ehrlich gesagt. Totenkopf und Kreuz kenne ich als Reihenfolge, aber danach weiß ich echt nicht, wer als erstes gemacht werden soll. Aber das scheint nicht nur mir zuzugehen.
gucken, ob wir hier ein Add-on drauf haben. Details. Ich würde nämlich mal wissen, gerne wissen, wie viel Damage ich mache. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel, aber ich würde gerne wissen, wie viel es ist im Moment. Oh, gar nicht mal so schlecht, mein Schaden. Aber mal gucken. Bei AOE bin ich natürlich nicht ganz vorne dabei. Da wird der Mage abziehen. Aber der andere Jäger ist ja Stufe 60. Da könnte man glauben, dass er besser ist. Dann natürlich jetzt gerade ist. Ständig. Ja. Ah, das war knapp, Herr Mage. Das war knapp, Herr Mage. Und er hat nicht getroffen. Ich glaube, ich habe auch nicht getroffen, oder? Doch, habe ich, Gott sei Dank. Wunderbar, wunderbar. Und wir kommen neue Schuhe. Sehr schön. Und da kommt dann auch schon der Endboss. Bei dem ist eigentlich nicht viel wichtig, als Heiler zumindest in dem Fall, aber wir sind der D. Da ändert sich ein bisschen was. Aber inhaltlich ist es immer das gleiche, und zwar bei einer Fähigkeit laufen und ansonsten drauf schießen. Ach ja, und Abstand halten. Weil der macht nämlich random irgendwelche Festkettungen. Das muss der Heiler dann dispellen. Aber ich glaube, im NHC macht er das gar nicht. Ja, da ist es nicht mal dazu gekommen, dass wir runtergeflogen sind. Wahnsinn. Einen Bruchteil unserer Streitkräfte. Ja, das Paragon des Mutus lebt noch. Das heißt, die gute Dame musste nicht sterben. Aber reden tut sie mit uns auch nicht, scheinbar. Oder? Redet sie nochmal mit uns? Sprecht ohne Angst. Vielen Dank, Champion. Wow. Na gut. Ja, dann verlassen wir die Instanzgruppe und können die Quest gleich abgeben. Sehr, sehr praktisch. Ich zumindest hoffe ich, dass ich die hier unten abgeben kann. Oder gebe ich die ab?
In der Heldenrast gebe ich die ab. Okay, das machen wir noch schnell. Wir sind ja direkt vor der Haustür von der Heldenrast. Dann werden wir die Nebenquests nächstes Mal machen. Wie gesagt, da sind noch ein paar offen. Geben wir jetzt noch eben die Quest Nekrotische Schneise ab. Wir haben Tanikos gerecht, würde ich behaupten, und den Angriff an die Bastion komplett vereitelt. Wird aber nicht das letzte Mal gewesen sein. Und hier haben wir auch noch eine Quest Steckbriefschrift. Das heißt, wir werden uns hier in der Heldenrast ausloggen, denke ich. Sterbliches Wesen. Die Kunde eurer Taten im Tempel des Mutes hat sich in der ganzen Bastion verbreitet. Sandria hat mich in einer Botschaft wissen lassen, dass ihr für eure Heldentum großzügig belohnt werden solltet. Ja, bekommen wir Krittmeisterschaft neue Brust. Ich beobachte euch, Sterbliche. Fangen wir auch gleich an, sonst vergessen wir das nicht. Und an dieser Stelle, würde ich sagen, haben wir heute einen sehr guten Abschlussübergang gefunden. Verabschiede ich mich von euch. Meine Pets möchten das ganz jetzt haben eingefunden. Schön. Wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge von WoW Shadowlands wieder. Bis dahin, macht's gut!